Spielerisch die deutsche Sprache kennenlernen. Das ist Ingrid Handschuhs Art, den Kindern in ihrer Sprachfördergruppe neue Wörter beizubringen. Ihr ist wichtig, dass sie eine gute Beziehung zu den Kindern hat und sie ihr vertrauen. Und es muss eine lockere Atmosphäre sein, kein Druck, spielerisch und also kein Drill, auch nicht dieses Spüren, ich muss lernen, sondern sie setzen die Begriffe, diese Thematik, die wir jede Woche machen, mit allen Sinnen durch. Wir schauen über die Augen, über die Ohren, über die Nase, über den Mund, über Motorik viel, wie Sie jetzt gesehen haben, einfach die Kleidung. Da machen wir Wettspiele dazu, Wäscheaufhängespiele, wo die Wörter immer wieder vorkommen, aber in einer anderen Umsetzung und so die Wiederholung passiert. Wiederholen, nachsprechen und spielen. So bleibt bei den Kindern einiges hängen. Trotz vieler Projekte in Kindergärten und Vorschulen sei es für viele Lehrer immer noch schwierig, Deutschunterricht zu halten. Der Grund: bei vielen Schülern sind einfach zu wenig Kenntnisse vorhanden. Das wollte die Projektbetreuerin der Stadtteilmütter in Augsburg ändern, indem sie einfach die Eltern mit ins Boot geholt hat. In unserem Konzept übernimmt der Kindergarten die Verantwortung für die deutsche Sprache. Und die Eltern können dann gelassen sein und sagen, okay, ich unterstütze mein Kind in der Familiensprache. Wenn mein Kind weiß, dass der Igel auf Türkisch Kirpi heißt, und wenn ich das meinem Kind so sage und beruhigt sein kann in der Schule oder im Kindergarten, wird dieses Thema gleichzeitig auf Deutsch behandelt, dann kann ich mir viel mehr Zeit für andere Sachen lassen. Es gehe vor allem darum, mit den Kindern überhaupt zu sprechen. Denn viele Eltern mit Migrationshintergrund wissen nicht, wie sie ihren Kindern auf Deutsch Wissen vermitteln können. Klar, wenn der Wortschatz fehlt. So können sich die Kinder auch keinen ausreichenden Wortschatz aneignen. Deswegen stößt im Kindergarten Guter Hirte in Kaufbeuren die Idee der Stadtteilmütter auf Interesse. Hier gefällt vor allem, dass die Eltern ihren Kindern in ihrer Muttersprache eine Allgemeinbildung vermitteln. Und dass Sprache in der Familie wichtig ist, in Russisch, in Türkisch, alles, was wir hier haben. Und dann auch miteinander gesprochen wird und sich das Ganze nicht nur beschränkt auf jetzt zieh dich an oder wir gehen in die Stadt, sondern über die ganzen Themen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter ein Allgemeinwissen für die Kinder grundgelegt wird, ein Interesse. Aber wichtig ist einfach eine gute Grundlage in der Muttersprache, denn wenn ein Kind in der Muttersprache die Begriffe nicht kennt, wie soll es denn dann in Deutsch erarbeiten? Dann sind das Begriffe, mit denen sie nichts anfangen können, die haben kein Leben. Vor allem sollen sich Kinder in einer Sprache wohlfühlen. Wenn gelernt wird, sollen die Kinder das nicht als Zwang sehen. Stattdessen soll es Spaß machen und ihr Interesse wecken. Wir haben den Bereich 0 bis 3 Jahre, unsere Hand-in-Hand-Gruppen. In denen ist die Stadtteilmutter die Person, die für eine Sprache steht. Also sie kommt mit ihrem Kleinkind in die Gruppe, im Krabbelgruppensystem. Aber sie spricht dann nur eine Sprache mit den Müttern und den Kindern. Sie steht als Sprachmodell. Und die Fachkraft des Kindergartens spricht dann Deutsch mit den Müttern und den Kindern. Und die Stadtteilmutter dann entweder Russisch oder Italienisch oder Französisch oder Spanisch, haben wir auch alles. Im Kindergarten treffen sich die Stadtteilmütter dann einmal die Woche für 2 Stunden mit anderen Müttern. Dabei werden Hausaufgaben weitergegeben und Erfahrungen ausgetauscht. Die Stadtteilmutter soll eine Brücke zwischen Eltern, Kindergarten und Schule sein. Noch gibt es diese Mütter in Kaufbeuren aber nicht. Das Konzept zumindest hat viele Betroffene schon mal überzeugt.